Hallo und Savadikam. Ja, erster Tag in Pattaya, oder sagen wir mal, gestern war ich ja schon da. Der erste Morgen in Pattaya, ja, und es geht zum Frühstück. Ja, und wohin geht's zum Frühstück? Ja, mein Favorit in Pattaya. Ja. Taverne in Pattaya. Ja, gehen wir mal Taverne frühstücken und dann gehen wir mal gucken, was in Pattaya Neues gibt. Ich habe also einiges gesehen, wo sich irgendwas tut. Ja, jetzt nehme ich mal die ganze Speisekarte auf von hier. Die habe ich noch nie gemacht. American Breakfast, gibt ja viele Frühstücke. Bauernfrühstück, internationales Frühstück mit Brötchen. So, dann geht's weiter, belegte Brote, Hacke Peter mit Brötchen. Ja. Berliner Bistro hat auch gute Hacke Peter Brötchen. Wursteller, Bratwurst. Burger, Hähnchenburger, Schweineburger, Rindsburger, Suppen, Rindersuppe. Das ist also sehr selten, dass jemand so viele Suppen hat. Und eine Rindersuppe auch noch dazu. Salate, nochmal Salate, da haben wir Pasta, halbes Hähnchen, Fisch, oder Rotbarsch, Lachssteak, Heringstopf, Garnelen. Ja, und das ist mein Abteil Schnitzel, Jägerschnitzel, Zigeunerschnitzel, Cordon Bleu. Rinderkulasch. Krautrouladen, Schweinelämmchen, geschnitzeltes, Sauerbraten. Viele haben sowas auch nicht. Rind auf der Karte, das ist immer teilweise eine Glückssache. Schweinshaxe, die ist natürlich arg teuer geworden gegenüber früher. Wollte ich ja eigentlich im Borussia Park Ente oder Haxe bestellen, aber im Borussia Park gibt es nichts mehr vom Grill. Bis Oktober fangen sie erst wieder an. Ja, und das sind die Beilagen. Zusätzliche Beilagen. Ja, und Dessert. Ja, und dann geht es mit Thai Food weiter. Ja, wie immer das gleiche auf dem Teller, schön garniert. Tee oder Kaffee, zwei Brötchen, Brot. Ja, das sieht sehr gut aus und ich lasse mir mal schmecken. Ja, ich bin also satt geworden. Ja. Und jetzt gehe ich mal weiter gucken. Das Frühstück kostet 205 Watt. So, ist also ein guter Preis. Zurzeit der billigste hier. Außer bei Gerhard, die war billiger. Die haben aber wahrscheinlich noch nichts gefunden. Mal gucken. Ja, und dann gehe ich mal gucken, ob ich was für euch finde, was ich für euch aufnehmen kann. Ja, da drüben ist Bonn Café. Die haben wohl auch Frühstück. Ja. Ein Stückchen weiter ist der Piccolo. Ja, hier ist der neue Best-Supermarkt. Schön viel Platz. Bis zur Tür kann man reinfahren. Da werde ich nochmal ein extra Video machen.
ja, jetzt bin ich mal hier in der Zollportisan und mein Motorrad hat es auch mal nötig, gewaschen zu werden. Ja, und das leistet ja immer seine Dienste. Ich muss sagen, das Motor habe ich neu gekauft. Habe ich schon sehr, sehr lange. Ja, und da muss ich auch mal waschen lassen. Ja, hier gebe ich auch, wenn ich mit dem Auto komme, ab und zu mal hin. Poseidon Car Care. Das ist in der Zollportisan. Jo. Und hier werden also Autos und Mopeds sauber gemacht. Ja, und da meint es also, ganz ehrlich gesagt, der Stefan, der hat also letztes Jahr hat waschen lassen. Das hatte ich ihm geliehen. Er ist aber, glaube ich, nur einmal mitgefahren, weil sein Kollege da war. Ja, werden also hier Autos und Moped gewaschen. Ja, 3,80 Euro fürs Motorrad waschen. Mit zwei Mann macht man darum. Schön Reifen mit Cockpit-Spray oder was, der Motor eingesprüht, es glänzt wieder. Obwohl das Motor schon seine Jahre auf dem Puckel hat. Jo. Aber es tut seine Dienste. Ja, so sollte das sein. Ein schön sauberes Motorrad.